Atomkraft ist ja für mich ein Thema, bei dem ich persönlich wunderbar abschalten kann. Wir wissen doch, was herauskommt bei dieser Kernspalterei. 1986 Tschernobyl. Die haben jetzt übrigens, glaube ich, dieses Jahr, oder was, 15er Jahr? Nein, heuer, glaube ich, haben die das alte Jahr. 1986, genau, 30 Jahre Jubiläum haben die gehabt. Gut, Jubiläum ist ein bisschen. Aber jetzt hat alles gestrahlt, immer noch. Die wissen, und die Mutationen, die Viecher schauen lustig aus, anders, zwei Käpf, sechs Haxen. Bei den Blättern der Bäume, der Flora, fällt das nicht so auf. Und das ganze Atomkraftwerk muss noch einmal ummantelt werden, das ist immer noch nicht gegessen. Der Brennstoff ist immer noch sehr. Und dann 2011 Fukushima. Kein Mensch redet mehr über Fukushima. Nach wie vor rinnt das radioaktive Kühlwasser ungebremst ins Meer. Die Fische dort sind schon so verstrahlt. Wenn man sich dort zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, eine große Sushi-Box kauft, kann man es gleich als Mikrowellenherd mitverwenden. Ja, ja, wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Aber im Gegensatz zu den ganzen Lobbyisten kehren wir nichts unter den Teppich. Wir nennen das Kind beim Namen. Und das Kind heißt Uri. Und einen Garten zwer und davor, da steht ein Kernkraftwerk. Da gab es eines Tages eine kleine Havarie, die Tomaten waren so groß wie die und aller Sellerie. Und seine Frau, die Resi, die nichts versteht von Cesi, und Plutonium, die Hausfrau mit samt Antonium. Wie dem auch sei, es geht vorbei, die Zeit heilt alle Wunden. Und im Mai, da war dein Sohn entbunden. Als er das Licht der Welt erblickt, der Anton Junior, kommt er allen sehr verdächtig vor. Sehr verdächtig vor. Ich bin der Oberholz, dass er nicht schreit und auch nicht kurz die Hebammen auf eins weißen ist, dass der Buch was ganz was Besonderes ist. Urli, 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 mein Gott ist unser Urli Sirs. Der Urli hat links und rechts drei Urli, an jeder Hand 10 Finger, 12 Zehen auf die Viers. Mein Gott, ist unser Urli Sirs. Mein Gott, ist er ein Sirs. Liebe Kinder, gebt gut Acht, jetzt wird Energie gemacht. Das Atom, das ist ein Hund, witzig, klein und kugelrund. Und wenn man spaltet seinen Kern, können wir alle Radio hören. Radio, Radio, Radio. Tschernobyl ist für uns ein Kinderspiel. Kommt vom Osten her die Wolke, strahlt die Kuh mitsamt der Molke, der Salat und auch die Möhren, und alle können mal Radio hören. Radio, 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 Radio. Der Experte jubiliert, wenn der Reaktor explodiert, denn der Brennstoff frisst sich munter durch die nach China runter und dann können wir durch die Röhren alle Radio Peking hören. Urli, 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 mein Gott ist unser Urli Sirs. Der Urli hat ganz rote Urli und mehr noch als die Eltern freut sich die Amalia, weil der Urli, der hat zwei, drei. Fukushima, an schönen Gruß.